Hallo, deine Hörspiele sind toll, besonders die von Ben Sommer. Gibt es eigentlich einen zweiten Teil von Ben Sommer? Hallo, ich bin Jenser Christ und die Hörspiele sind gar nicht von mir. Aber ich lade sie hoch, damit die Hörspiele bekannter werden. Und einen zweiten Teil von Ben Sommer gibt es und der kommt jetzt. Diesen Teil kannst du auch kostenlos über hörspielprojekt.de herunterladen. Übrigens, weil das viele noch nicht so bemerkt haben, es gibt auch eine Hörspiel-Playliste in diesem Kanal und da findest du alle Hörspiele, die ich hier hochlade. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ben Sommers 2 Elfenfieber, erster Teil. Ben Sommers hatte an diesem Morgen ausgesprochen gute Laune. Denn Katies Eltern hatten ihn eingeladen, ein paar Tage bei Katies Großeltern in Cottingley, einem kleinen Dorf in Bradford, zu verbringen. Warum, fragt ihr? Nun, nachdem Ben in unserer letzten Folge dem unsichtbaren Dieb auf die Schliche gekommen ist, wollte sich Mrs. Bay auf diese Weise bei Ben bedanken. Denn, vielleicht könnt ihr euch ja erinnern, ohne Bens gute Kombinationsgabe hätte Mrs. Bay einen großen Fehler begangen. Als Ben von der Einladung erfuhr, war er sofort Feuer und Flamme. Und auch seine Mutter gönnte ihrem Sohn ein paar Tage Tapetenwechsel, da er noch Sommerferien hatte und sie selbst weder Zeit noch Geld hatte, um mit ihm in den Urlaub fahren zu können. Außerdem genossen die Bays einen ausgesprochen guten Ruf in ihrer kleinen Stadt Seam, sodass Bens Mutter ihnen ihren Sohn gerne anvertraute. Da einem Ausflug nach Cottingley nun nichts mehr im Wege stand, packte Ben heute Morgen in großer Vorfreude seinen Koffer und traf die Familie Bay am Bahnhof. Und Katie? Naja, man hätte den Eindruck haben können, dass sie Bens Anwesenheit bei dieser Reise nicht unbedingt begeisterte. Aber eigentlich freute sie sich schon, ein bisschen Gesellschaft bei ihren Großeltern zu haben. Mr. Bay war gerade dabei, Bens Koffer über ihren Köpfen in der dafür vorgesehenen Gepäckablage zu verstauen. So, hier oben ist dein Koffer fest verstaut. Danke sehr, Mr. Bay. Ganz schön schwer, das Ding. Puh. Ich dachte, man weiß ja nie, was man alles so gebrauchen kann. Tja, zu deiner Information. Es gibt genügend Steine in Cottingley. Was? Ach so. Nein, ich habe natürlich keine Steine dabei. Dann ist ja gut. Aber ich habe zum Beispiel ein Mikroskop eingepackt. Vielleicht finde ich ja etwas, das ich untersuchen kann. Und wenn man schon ein Mikroskop dabei hat, dann braucht man auch ein paar Biobücher, um etwas über die Pflanzen oder Insekten erfahren zu können, dachte ich. Sonst bräuchte man das Mikroskop ja auch gar nicht erst mitzunehmen. Boah, du hast wirklich ein Mikroskop dabei? Ja. Wie ätzend. Machst du auch schon die Hausaufgaben fürs nächste Semester? Ach, lass ihn doch, Katie. Ja, Katie. Solange Ben nicht nur Bücher und sein Mikroskop dabei hat, sondern auch ein paar Anziehsachen, ist doch alles in Ordnung. Nicht wahr, Ben? Ben, du hast doch Anziehsachen dabei, oder? Naja, schon. Aber... Na also. Und wenn die nicht reichen sollten, dann leiht dir Katie eben etwas von ihren Klamotten. Dad! Das war doch nur ein Scherz, Katie-Lein. Oh, reg dich nicht auf. Dad, du bist sowas von peinlich. Ich finde es auf alle Fälle toll, dass dich die Natur so interessiert, Ben. In Cottingley ist es wunderschön. Und ich bin mir sicher, du wirst genug Proben für dein Mikroskop sammeln. Und wer weiß, mit etwas Glück bekommst du sogar etwas ganz Besonderes zu sehen. Dafür brauchst du allerdings kein Mikroskop. Was denn? Naja, also du bist zu jung, um das zu wissen. Aber in Cottingley wurden schon Elfen gesichtet. Wie bitte? Ach, Henry, bitte verschon ihn und uns doch damit. Aber es stimmt. Meinen Sie etwa echte Elfen? Was für welche denn sonst? Wenn du willst, erzähle ich dir die ganze Geschichte. Aber das könnte ein bisschen dauern. Wir haben doch Zeit. Bitte nicht. Katie und meine Frau kennen die Geschichte in- und auswendig, weil wir ja jeden Sommer zu meinen Eltern fahren und sie immer wieder davon anfangen, weißt du? Naja... Viel ist in dem kleinen Örtchen ja auch nicht los. Und wenn da mal was passiert, dann reden die Leute auch noch fast 100 Jahre später davon. Da bin ich aber gespannt. Bitte lassen Sie nichts aus. Okay. Moment, lasst mich erst meine Kopfhörer aufsetzen. Ich habe keinen Bock, das alles schon wieder hören zu müssen. Oma und Opa werden schon früh genug davon erzählen, wenn wir erstmal bei ihnen sind. Hm.
Ich glaube, die Tatsache, dass Katie uns ignoriert, bedeutet, dass ich anfangen kann. Also, alles begann im Jahre 1917. Also mitten im Ersten Weltkrieg? Nun, naja, vielleicht nicht unbedingt mitten im Ersten Weltkrieg. Der Krieg dauerte ja schließlich von 1914 bis 1918. 1917 war er also schon fast wieder vorbei. Aber darum geht es nicht. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Kein Problem. Also, die beiden Mädchen Frances Griffiths und Elsie Wright spielten im Sommer 1917 zusammen im Cottingley Glen, einem kleinen Tal bei uns im Dorf. Das kann ich dir übrigens mal zeigen. Es ist gar nicht weit weg von dem Gasthof meiner Eltern. Da gibt es einen süßen kleinen Wasserfall. Naja, eines Tages jedenfalls kamen Elsie und Frances vom Spiel nach Hause und erzählten ihren Eltern, dass sie Feen, Elfen und Gnome gesehen hätten. Aber natürlich hat ihnen das keiner geglaubt. Ah, Kindern glaubt nie einer. Sollte man vielleicht öfter mal tun. Aber du musst bedenken, auch für die damalige Zeit, in der man im Allgemeinen übernatürlichen Dingen noch nicht so skeptisch gegenüberstand wie heute, war das eine ziemlich unglaubwürdige Geschichte. Und dennoch, Elsie und Frances blieben hartnäckig bei ihrer Aussage und immerhin war Elsie zu diesem Zeitpunkt schon eine junge Erwachsene. Ich glaube, sie war 18 oder 19. 16. So? Na okay, dann war sie eben erst 16. Und wie alt war die andere? Frances? 5. Henry, wenn du die Geschichte schon erzählst, dann erzähl sie gefälligst richtig. Also Ben, Elsie war 16 und Frances war 9 Jahre alt. Da hast du's. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf alle Fälle waren die beiden sauer, dass ihnen niemand glauben wollte. Um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, gab Elsies Vater den beiden eine Kamera und sagte zu ihnen, »Wenn es da am Bach wirklich Elfen gibt, dann macht doch bitte mal ein Foto von euren Spielgefährten. Mit einem Foto werden euch alle Leute glauben.« Elsies Vater dachte natürlich nicht, dass die beiden Freundinnen etwas auf das Zelluloid bannen würden, das auch nur annähernd nach einer Elfe aussehen würde, aber... Sie wollen mir jetzt nicht weismachen, dass die beiden tatsächlich Fotos von den Elfen gemacht haben, oder? Oh doch. Und ob? Hä? Aber... Sie brachten ein Foto nach dem anderen mit nach Hause. Insgesamt waren es 5 Bilder. Auf den Bildern waren die Mädchen zusammen mit tanzenden Wesen zu sehen, die so aussahen wie sehr kleine Menschen mit Schmetterlingsflügeln und Hüten. Auch Trolle und Gnome haben sich zusammen mit den Mädchen ablichten lassen. Ich glaube, auf einem Bild spielte ein Troll sogar auf der Trompete. Aber das ist doch grotesk. Ja, du hast recht. Du kannst dir vorstellen, dass die Eltern der Mädchen ganz schön gestaunt haben. Allerdings, aber die Fotos müssen doch gefälscht gewesen sein. Wart's ab. Ein paar Jahre lang blieben die Bilder, außer im Freundeskreis der Familien, weitgehend unbeachtet. Irgendwie gelangten die Aufnahmen aber 1920 in die Hände von ein paar Fotoexperten. Und sie befanden die Aufnahmen, du wirst es kaum glauben, für echt. Als ob. Doch, doch. Die Experten stellten unzweifelhaft fest, dass die tanzenden Figuren auf den Bildern weder aus Papier noch aus irgendeinem Webstoff waren und sich während den Aufnahmen bewegt haben müssen. Außerdem waren die Mädchen ja auf gewisse Weise ziemlich glaubwürdig. Die beiden wussten ja im Grunde nicht viel übers Fotografieren oder wie man Fotos fälscht. Jedenfalls fertigte man Dias und Vergrößerungen der Bilder an und so kam der Stein allmählich ins Rollen. Als Arthur Conan Doyle von den Bildern erfuhr, begann das eigentliche Spektakel erst. Du weißt vielleicht, wer Arthur Conan Doyle war? Klar, ein schottischer Schriftsteller. Jedes Kind kennt den berühmten Detektiv Sherlock Holmes aus der Baker Street. Doyle ist sozusagen Sherlock Holmes' geistiger Vater. Oh, beeindruckend, Ben. Du kennst dich gut aus. Danke. Den hatten wir schon in der Schule. Conan Doyle hatte einen Hang zum Spiritismus. Er glaubte an Geister, nahm häufiger an Seancen, also an Geisterbeschwörungen teil und liebte alles Übersinnliche. Er war besessen von dem Gedanken, dass Elfen wirklich existieren. Er schrieb einen Artikel in der Zeitung und sogar ein Buch namens »Die Ankunft der Feen«. Und auf einmal schaute die ganze Welt nach Cottingley. Reporter von überall her fielen in unser kleines Dörfchen ein wie Insektenschwärme und die beiden Mädchen wurden zu Medienstars. Nichts war mehr so wie zuvor. Aber die Bilder müssen doch gefälscht gewesen sein. Ich kann dich beruhigen, Ben. Das waren sie auch. Wenn du dir die Bilder selbst mal anschaust, wirst du dich wundern, wie die Leute früher auf so einen Schwindel reinfallen konnten. Niemand würde heute ernsthaft noch an die Echtheit der Aufnahmen glauben.
Aber es ist seltsamerweise auch niemandem so recht gelungen, die Bilder als Fälschungen zu entlarven, selbst wenn es mehr und mehr Menschen als quasi bewiesen ansahen. Arthur Conan Doyle blieb dennoch komplett uneinsichtig. Er glaubte bis zu seinem Tod im Jahre 1930 an die Existenz von Elfen und an die Authentizität der Fotos. Die Bilder würde ich zu gerne mal sehen. Kein Problem. Wir können sie uns im Museum in Cottingley anschauen. Sie sind dort ausgestellt. Und wie ging's weiter? Tja, also die Geschichte verschwand nie so wirklich aus den Medien. Es entstanden etliche Bücher, Dokumentationen, Untersuchungen und sogar Kinofilme über das Cottingley-Phänomen. Mittlerweile glaubte zwar niemand mehr, dass die Elfenfotos echt seien, doch die beiden Mädchen blieben unnachgiebig bei ihren Behauptungen. Zudem behaupteten jetzt immer wieder irgendwelche Wichtigtuer, die sich gern mal im Fernsehen sehen wollten, sie hätten ebenfalls Elfen in Cottingley gesehen. Und die Medien forcierten natürlich weiterhin den Glauben an das Übernatürliche. Wer hat die Bilder denn jetzt gefälscht? Waren das etwa die Mädchen? Genau. Elsie hat kurz vor ihrem Tod, im Alter von 83 Jahren, zugegeben, dass sie die Elfen, Trolle und so weiter aus einem Buch auf Karton abgezeichnet hat. Dann haben die Mädchen die Bilder ausgeschnitten und mit Hilfe von Hutnadeln zum Tanzen gebracht. Das war alles. Was? Ja, mit so einfachen Methoden haben es die beiden geschafft, die ganze Welt zum Narren zu halten. Allerdings darfst du die näheren Umstände nicht vergessen. Insofern spielt der Krieg doch eine Rolle. Die Menschen hatten durch ihn viele Grausamkeiten erlebt. Mütter und Kinder haben ihre Söhne, Ehemänner oder Väter verloren. Gerade in solchen Zeiten wünschen sich die Menschen, dass es noch mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Sie waren für alles Übersinnliche sehr empfänglich. Und besonders Kinder erfinden in einer solchen Zeit vielleicht Geschichten, um der Brutalität der realen Welt zu entfliehen. Obwohl... Obwohl was? Naja, also Francis bestand darauf, dass wenigstens das Bild mit dem Gnom echt war, auch wenn die anderen gefälscht waren. Und die beiden blieben bis zu ihrem Tod felsenfest dabei, dass Elfen existieren und dass sie sie in Cottingley tatsächlich gesehen haben. Erstaunlich! Nicht wahr? Ich finde diese Geschichte nach wie vor faszinierend, auch wenn sie schon so lange zurückliegt. Es war ein riesiger Medienschwindel, noch bedeutsamer als diese Kornkreise oder... Kornkreise? Na, diese seltsam anmutenden Zeichen und Symbole, die man in den 80er Jahren immer wieder in... Oh, ach, da warst du natürlich noch gar nicht auf der Welt. Tut mir leid, Ben. Manchmal, wenn man sich so mit dir unterhält, vergisst man fast, dass man es nicht mit einem Erwachsenen zu tun hat. Tja, das höre ich irgendwie häufiger. Während der fast dreistündigen Zugfahrt war Ben tief in Gedanken versunken. Die Geschichte, die Mr. Bay ihm erzählt hatte, nahm seine gesamte Fantasie in Anspruch. Er versuchte sich vorzustellen, wie die Bilder der Elfen wohl ausgesehen haben mögen. Sie mussten immerhin so überzeugend gewesen sein, dass sie den berühmten Sir Arthur Conan Doyle täuschen konnten. Andererseits fragte er sich, wie echt können schon Bilder aussehen, die aus einem Buch abgepaust worden waren? Und wie konnte irgendjemand auf dieser Welt ernsthaft an die Existenz von Elfen glauben? Ihm war die ganze Sache ein Rätsel. Und wer Ben kennt, weiß, dass ihn Rätsel über alles begeistern. Erst als die Durchsage kam, dass der Zug in Kürze die Stadt Leeds erreichen würde, verwarf er seine Gedanken über diesen Elfenschwindel bis auf Weiteres. In Leeds angekommen, empfing Katies Großvater die Reisenden mit Umarmungen und Küssen für Katie und Katies Eltern und mit einem saftigen Backenkneifer für Ben. Nachdem das Gepäck eingeladen und sicher verstaut war, ging es in einem roten Van weiter nach Cottingley. Nach etwa einer halben Stunde kamen sie am Gasthof von Katies Großeltern, der den Namen Five Roses trug, an. Das steinerne Gebäude mit dem spitzen Dach und dem gläsernen Erker war ganz im viktorianischen Stil gehalten und von schiefen Bäumen umgeben. Irgendwie machte es auf Ben trotz des sonnigen Wetters einen düsteren Eindruck.
Im Essbereich des Gasthofs saß Katies Großmutter beim Tee mit einem streng aussehenden, untersetzten Mann Mitte 50 mit Halbglatze. Er trug ein braun kariertes Tweed-Jackett und kaute an dem Mundstück seiner Pfeife, als Ben und die Bays den Raum betraten. Geduldig wartete er den überschwänglichen Empfang von Katies Großmutter ab und erhob sich dann ebenfalls, um die Ankömmlinge zu begrüßen. Hallo! Oh, Katie! Haben wir uns aber lange nicht gesehen. Wie schön! Wie schön, dass ihr alle hier seid. Nana, ich freue mich auch, dich zu sehen. Na. Hä? Dass du dich wirklich noch mal hierher traust, junge Dame. Danke. Hast deine arme Großmutter aber ganz schön lange alleine gelassen. Ach so. Wer ist der Mann? Ja, ich schätze, dafür kommt man hier ins Gefängnis, oder? Schon möglich. Vielleicht sollte ich beim nächsten Wahlkampf so ein Gesetz vorschlagen, wonach Minderjährige ins Gefängnis kommen, wenn sie ihre Großeltern nicht regelmäßig besuchen. Das könnte mir so manche Stimme einbringen, oder nicht? Meine Stimme hättest du sicher, Ian. Na wunderbar. Das ist Mr. Kowalski. Er ist ihr Bürgermeister und ein langjähriger Freund meiner Großeltern, Ben. So, und du musst also Ben Summers sein. Ich habe ja schon einiges von dir gehört. Ach ja? Na, was sind denn das für Manieren, junger Mann? Dort, wo ich herkomme, ist es unter Gentlemen üblich, dass man sich zur Begrüßung die Hand reicht. Oh, ja, natürlich. Verzeihen Sie, Sir. Tja, Ben, da hat er dich wohl erwischt. War das etwa so ein Elektroschockring? Könnte man so nennen. Ich nenne ihn den Hand Buzzer 2000. Du musst wissen, normalerweise senden solche Spielzeuge gar keine elektrischen Impulse aus, sondern sind nur mit einem Vibrationsmechanismus ausgestattet. Dieses Exemplar hier hat immerhin 9 Volt. Das reicht für ein kleines Kribbeln. Du musst wissen, Mr. Kowalski liebt technische Spielereien. Es freut mich, dass Ihr Hobby Ihnen anscheinend so viel Spaß bereitet. Ja, du gefällst mir, Junge. Hast einen guten Humor. Das ist sehr wichtig im Leben. Hm? Du darfst es Mr. Kowalski nicht übel nehmen. Er ist nun mal ein Spaßvogel, wie er im Buche steht. Schon gut. War ja nicht so schlimm. Na bitte, ein guter Sportsmann, der Junge. Und Ben, was hast du für Pläne? Ich meine, was willst du denn in meinem schönen Dörfchen so alles unternehmen, während du hier bist? Tja, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne ins Museum wegen... Na, dann musst du dich aber gehörig beeilen, mein junger Freund. Wieso denn? Leider haben wir ein ziemlich beachtliches Haushaltsdefizit. Und deshalb habe ich beschlossen, das Museum nach diesem Wochenende vorerst zu schließen. Oh, das ist aber jammerschade. Ja, aber ich kann da auch nichts machen. Das Museum bringt nichts ein und kostet unsere Gemeinde mehrere hunderttausend Pfund im Jahr. Auch das Schwimmbad muss dran glauben. Oh, echt? Leider, ja. So bedauerlich das auch ist. Es kommen einfach nicht mehr besonders viele Gäste nach Cottingley. Die Begeisterung an unserer Ortschaft hat extrem nachgelassen. Das kann ich als Hotelier nur bestätigen. Tja, und wenn sich mal irgendwelche Gäste hierhin verirren, dann vergrault sie meistens der schrullige Bürgermeister mit seinem Handbuzzer 2000. Weißt du, Ben, früher gab es hier einmal Elfen. Und damals... Ben kennt die Geschichte schon, Nana. Ja, stimmt. Haben Sie eigentlich noch mehr gebaut als diesen Elektroschockring, Mr. Kowalski? Und ob, mein Junge.
Ich habe über 30 Patente auf mich angemeldet. Ich könnte dir ein paar davon vorführen. Meine neueste Erfindung würde dir bestimmt gefallen. Das heißt, gehst du gern angeln? Weiß nicht. Oh, soll das heißen, du warst noch nie angeln? Oh, das müssen wir ändern. Ich fahre zwar morgen in den verdienten Sommerurlaub, aber früh morgens könnten wir trotzdem noch ein Stündchen zusammen angeln. Wie wäre das für dich? Cool. Okay, dann ist das abgemacht. Katie, du weißt, ich würde dich auch fragen. Aber ich nehme mal an, dass du immer noch überzeugte Vegetarierin und Tierschützerin bist und Angeln für Tierquälerei hältst. Hm? Allerdings. Tja, da kann man wohl nichts machen. Also, Ben. Ich hole dich um 5 Uhr morgen früh ab. Um 5? Und keine Sekunde später. Ich packe eine Angel und alles, was du sonst noch brauchst, für dich ein. Du musst nur daran denken, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung anzuziehen, okay? Alles klar. Wunderbar. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Ich muss noch meinen Koffer für den Urlaub packen. Mach's gut, alter Freund. Ciao, Mr. Kowalski. Komm, Ian, ich bringe dich noch. Wiedersehen, ihr Lieben. Und Ben, bis morgen früh. Alles klar, Mr. Kowalski. Danke. Cool. Ich gehe morgen angeln. Wehe, du fängst was, Ben. Soll ich dich in unsere bescheidene Behausung ein bisschen herumführen? Gerne, aber vielleicht etwas später. Ich würde vorher ganz gerne mal meine Mama anrufen und ihr Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Natürlich. Komm, Ben, ich zeige dir dein Zimmer. Oder sollte ich besser sagen, euer Zimmer? Was? Wie bitte? Dein Vater meinte, ihr könntet euch ein Zimmer teilen. Und ob? Hä? Nie im Leben. Dad, was fällt dir überhaupt ein? Das war doch nur ein Witz. Ach, Schätzchen. Oh, das ist sowas von mies. Ich dachte schon... Oh. Cool, also habe ich ein eigenes Zimmer. Ja, ja, keine Sorge. Ihr habt sozusagen die freie Auswahl. Ja, wir sind im Augenblick schwer unterbesetzt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade Hauptsaison ist. Wie viele Gäste haben Sie denn im Moment, Mr. Bay? Nun ja, einen. Nur einen Gast? Ja, wenn man euch nicht mitrechnet. Und dieser eine Gast ist übrigens ein ziemlich sonderbarer Zeitgenosse. Ja? Warum denn? Naja, ich habe noch nicht wirklich mit ihm gesprochen. Aber er ist immer ganz in Schwarz gekleidet und rennt die ganze Zeit mit einem Kescher durch die Gegend. Vielleicht ein Schmetterlingsforscher. Schon möglich. Komm, Ben, ich gebe dir deinen Schlüssel, dann kannst du vom Zimmer aus deine Mutter anrufen. Alles klar. Katie, warum kommst du da nicht mit? Dann kann ich dir deinen Schlüssel auch geben. Okay. Und ich werde mal nach deiner Mutter sehen. Kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Bay? Nicht nötig, das schaffe ich schon. Das ist Annabelle. Sie hilft uns hier während ihrer Semesterferien. Annabelle studiert in Oxford Asienwissenschaften mit dem Schwerpunkt Islamwissenschaft. Stimmt das so? Das stimmt. Annabelle, das ist meine Enkelin Katie und ihr Freund Ben. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ben und ich gehen auf die gleiche Schule. Hi, Annabelle. Gehört dir der grüne Roller in der Einfahrt? Ja, das ist meiner. Willst du mal fahren? Darf ich denn? Wohl eher nein. Oh. Tja, Annabelle, wenn du so nett sein würdest und das Teeservice im Essenssaal abräumen könntest. Mr. Kowalski ist gerade gegangen. Selbstverständlich. Danach kannst du dann Feierabend machen. Jetzt schon? Ja, es tut mir leid. Aber wie du siehst, gibt es hier absolut nichts für dich zu tun. Naja, in Ordnung. Also Ben, wir haben dir einfach mal Zimmer 23 gegeben. Und Katie, du hast Zimmer 25. Henry, Felicity haben Zimmer 24. Ja, soll ich dir dein Zimmer zeigen, Ben? Ach, das finde ich schon. Ich schätze einfach mal die Treppe hier rauf. Genau, und dann die zweite Tür links. Dein Gepäck muss Henry dir gleich hochtragen. Oh, das ist mir wirklich zu schwer. Ben betrat das Hotelzimmer und erstarrte in Ehrfurcht. Ganz egal, wie gruselig das Hotel von außen auf ihn wirkte, sein Zimmer war einfach zum Niederknien. Helle Sonnenstrahlen durchfluteten das Zimmer und ließen es in den schönsten Farben schimmern. Bens Blick fiel sofort auf das braune Eichenbett.
Das war im Vergleich zu seinem Hochbett zu Hause zwar nicht ganz so cool, aber dafür deutlich größer und augenscheinlich nicht ganz so klapprig. Sein Blick wanderte im Raum umher und fand außerdem einen kleinen Röhrenfernseher, einen Nachttisch, auf dem ein altes Radio und ein noch viel älteres Telefon standen, und einen Schreibtisch, der ganz offensichtlich zum Bett passte. Unter ihm befand sich, auf den ersten Blick schwer zu entdecken, ein Mini-Kühlschrank, für dessen Inhalt sich Ben jedoch nicht interessierte. Er strich mit seinen Händen vorsichtig über die edle goldbraune Seidentapete. Sie fühlte sich gut an, so schön glatt und fest. Mit einem Satz schwang er sich auf das Bett, das unter seinem Gewicht leise knarzte, und hob dann den Hörer ab, um seine Mutter anzurufen. Mit einem Male fühlte Ben sich richtig erwachsen. West Park Hospital. Schwester Summers am Apparat. Mom? Oh, Ben. Tut mir leid. Ich komme gerade von einer 12-Stunden-Schicht. Oh, Mann, bin ich K.O. Bist du jetzt erst nach Hause gekommen? Ja, aber wie geht es dir? Ist es schön bei euch? Schwer zu sagen. Ich bin ja gerade erst angekommen. Aber Katies Großeltern sind sehr herzlich und ich habe ein eigenes Zimmer. Kannst du dir das vorstellen? Außerdem gehe ich morgen angeln mit dem Bürgermeister. Oh, das ist ja toll. Und was macht ihr heute noch? Ich weiß nicht. Ich würde gern noch ins Museum. Tja, dann wünsche ich dir ein paar schöne Tage, mein Schatz. Danke, Mom. Hab dich lieb. Oh, ich dich auch, Ben. Es brauchte ein bisschen Überredungskunst von ihren Eltern, aber irgendwann war Katie dazu bereit, Ben ins Museum zu begleiten. Ben besah sich die dort ausgestellten Bilder der Elfen mit Begeisterung. Allerdings musste er auch ein bisschen schmunzeln. Mr. Bay hatte nicht übertrieben. Die Bilder waren wirklich leicht zu durchschauen. Es waren eindeutig abgemalte Figuren aus einem Bilderbuch, die die Mädchen geschickt in Szene gesetzt hatten. Katie interessierte das alles überhaupt nicht. Vielmehr drängte sie darauf, das Museum möglichst schnell wieder zu verlassen. Du, Katie? Hm? Tut mir leid, dass du extra wegen mir ins Museum musstest. Ich wette, du warst da schon ziemlich häufig. Grob geschätzt, 12 Millionen Mal. Aber ist schon okay. Ehrlich? Ich habe nicht so das Gefühl, dass du nicht so richtig willst. Ich meine, ich will nicht, dass du das Gefühl hättest, du müsstest den Babysitter für mich spielen. Mach dir keinen Kopf. Es ist ja nicht wegen dir. Meine Eltern sind im Moment nur irgendwie ganz schön anstrengend, weißt du? Ich finde deine Eltern ziemlich nett. Ach, mich regen sie im Moment die meiste Zeit auf. Tja. Glaubst du eigentlich an diese ganze Elfensache? was? Meinst du, ob ich an Elfen glaube? Naja, deine Kette. Was? Oh, du meinst den Tinkerbell-Anhänger an meiner Kette. Ah, aber das ist doch nur Schmuck. Niemand glaubt daran, dass Elfen tatsächlich existieren. Hm. Ah, soll das heißen, du glaubst den Mist? Das habe ich nicht gesagt. Ich denke nicht, dass es Elfen wirklich gibt. Und selbst wenn, könnte man sie bestimmt nicht fotografieren. Aber der Glaube an das Übernatürliche scheint ja seit Menschengedenken tief in uns zu stecken. Ich meine, es gibt immerhin Leute, die glauben an Vampire, das Monster von Loch Ness, Aliens oder andere glauben an Atlantis, den Chupacabra oder das fliegende Spaghetti-Monster. Dagegen finde ich Elfen gar nicht mal so abwegig, wenn man sie sozusagen als stille Mächte der Natur oder als Naturgeister begreift. Was ist denn bitte ein Chupacabra? So etwas wie der mexikanische Bigfoot. Ah, und das fliegende... Was nochmal? Das fliegende Spaghetti-Monster ist so ein Internet-Ding. Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Ich meine ja nur. Hör mal, Ben. Zeig mir eine Elfe und ich glaub daran.
Am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang saßen Ben und Mr. Kowalski an dem nahegelegenen Farview Lake und angelten. Mr. Kowalski kümmerte sich liebevoll um seinen jungen Freund. Bald ausholen und dann zack. Genau so. Sehr gut. Und was mache ich jetzt? Abwarten und Tee trinken, mein Junge. Wie lange dauert das denn, bis einer anbeißt? Das hier ist nicht das Internet, Ben. Ein Klick und fertig. So läuft das hier nicht. Beim Angeln braucht man vor allem eine Menge Geduld. Achte immer darauf, dass das Wasser still bleibt. Setz dich und genieß die Natur. Okay. Möchtest du etwas Tee? Ich habe uns eine Thermoskanne mit frischem Pfefferminztee gemacht. Gerne. Autsch, ganz schön heiß, aber lecker. Du musst ein bisschen pusten, dann geht's. Übrigens, Ben. Ja? Als ich meinte, du solltest dir wetterfeste Kleidung anziehen, hatte ich eigentlich nicht Turnschuhe, Jeans und T-Shirt so, im Sinn. Ja. Hattest du das Gleiche nicht gestern schon an? Wohin fahren Sie eigentlich in den Urlaub? Spanien? Nein, in die Türkei. 2 Wochen in einem hochklassigen Club-Resort in Belek. Dort kann man wunderbar Golf spielen und segeln und die Seele baumeln lassen. Hört sich gut an. Nicht wahr? Dort kann ich in aller Ruhe an meinem Handicap arbeiten und die Sonne genießen. Sagen Sie... Ja? Was halten Sie eigentlich von diesem ganzen Elfengerede? Was soll ich denn schon davon halten? Glauben Sie, dass es hier in Cottingley wirklich einmal Elfen gab? Oder vielleicht immer noch gibt? Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann, wie? Nein. Tut mir leid, aber ich habe mich nie näher mit diesem Elfenphänomen beschäftigt. Natürlich hat man mich schon oft darauf angesprochen, aber ich bin Politiker, mein Junge. Für mich zählen Tatsachen. Für mich ja auch. Ich wollte nur mal Ihre Meinung wissen. Verabschiede dich besser von dem Gedanken, dass in Cottingley die Elfen zwischen den Blumen umherfliegen und Morgentau trinken oder was auch immer dir die Leute erzählen. Möchtest du noch etwas Tee? Ach, nein, danke. Wollten Sie mir nicht eine Ihrer neuen Erfindungen zeigen? Oh, du hast recht. Warte mal. Irgendwo hier in der Truhe. Ja, da ist er ja. Hier, sieh mal. Was könnte das sein? Sieht aus wie der Schwanz von einem kleinen Reptil. Oder einem Aal. Und weiter oben ist er gerillt, wie bei einer Raupe. Scheint durchsichtig zu sein. Ist das ein Köder zum Angeln? Ja, aber kein gewöhnlicher. Ich nenne ihn den Kowalski-Twister. Aber sei vorsichtig. An den Seiten befinden sich kleinste Widerhaken. Autsch, ganz schön spitz. Ich sag ja, du musst vorsichtig sein. Wofür ist denn diese Mini-Kanonenkugel? Wo eigentlich der Kopf von dem Aal sein sollte? Das ist eine Bleikugel, damit der Köder sinkt. Man kann damit wunderbar Barsche angeln. Aha. Und was ist jetzt das Besondere daran? Dank eines winzigen Motors, der von einer Mini-Batterie betrieben wird, habe ich es geschafft, dass sich der Twister von alleine bewegt. Außerdem fluoresziert er grün. Die Biester lieben das. Mein Köder scheint die Biester aber nicht besonders zu lieben. Geduld, mein Junge. Die Maden, die du genommen hast, sind auch ganz gut. Aber warum angeln wir nicht lieber mit ihrem Twister, wenn der so gut ist? Naja, das Problem ist, dass ich noch in der Testphase bin. Leider gehen die Kowalski-Twister unter Wasser noch zu schnell kaputt. Und das hier ist mein letztes Exemplar. Aber ich sage dir, wenn erstmal alle Macken beseitigt sind, dann wird er der Verkaufsschlager unter den Angelfreunden werden. Mr. Kowalski, da zappelt was. Aha, da hat wohl einer angebissen.
Siehst du mal, wie schnell das gehen kann? Was muss ich tun? Ganz ruhig. Du musst einfach die Rute hochnehmen und dann kurbeln. Genau so. Oh, ich wette, da hat ein Hecht angebissen. Mal abwarten. Du musst ein bisschen gegenziehen. Ja, gut so. Und jetzt wieder entspannen. Und nochmal ein bisschen gegenziehen. Sehr gut. Ja, und lass. Und nochmal gegenziehen. Gut. Ja, gut so. Zeig mal. Der ist aber ein bisschen mickrig. Schade. Ich dachte, der wäre riesig. Was meinst du? Sollen wir diesem Winzling von einem Barsch das Leben schenken? Ja, zum Essen taugt er ja sowieso nicht. Ich denke auch. Es wäre Unsinn, ihn zu behalten. Außerdem würde Katie uns das wahrscheinlich auch niemals verzeihen. Wahrscheinlich nicht. Kann ich ihn wieder reinschmeißen? Na los, bitte. Und Hepp, mach's gut, kleiner Fisch. Der kleine Fisch sollte Bens letzter Fang bleiben. Nach etwa anderthalb Stunden gaben die beiden neuen Freunde auf und packten ihre Ausrüstung wieder zusammen. Mr. Kowalski fuhr Ben zurück in den Gasthof von Katies Großeltern und verabschiedete sich dann in den Urlaub. Im Speisesaal wurde gerade das Frühstück vorbereitet. Da Ben schon ein bisschen Hunger hatte, bediente er sich am reichhaltigen Buffet und bestellte sich einen leckeren Kakao. Ben fiel auf, dass an einem schlecht beleuchteten Tisch in einer Ecke des großen Zimmers ein Mann saß, der ganz in Schwarz gekleidet war und einen Hut auf hatte. Er schien Ben mit dunklen Augen zu mustern. Ben machte sich nichts aus dem unheimlich anmutenden Mann und ging, nachdem er mit seinem Frühstück fertig war, auf sein Zimmer, um noch ein bisschen zu schlafen. Als er wieder aufwachte, stellte er erschrocken fest, dass es schon nach 11 war. Katie und ihre Eltern waren schon in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen, wie ihm Katies Großmutter mitteilte. Bis zum Nachmittag würde Ben also etwas auf eigene Faust unternehmen müssen. Kurzerhand packte er sein Mikroskop und ein paar Bücher in einen Rucksack und machte sich auf den Weg zum Cottingley Brook. Entschuldigen Sie? Jo? Wie komme ich zum Cottingley, Glen? Du bist wohl nicht von hier, Fremder. Hm? Stimmt, ich mache Urlaub hier. Ich heiße Ben. Ben Summers. Hallo. So. Na dann, willkommen in Cottingley. Heimat der Elfen und Feen. Ich bin Jamie. Freut mich, Jamie. Könnten Sie mir dann vielleicht sagen, wie... Wie hast du doch gleich gesagt, wie du heißt? Ben Summers. Cooler Name. Wart mal. Daraus kann ich was machen. Moment mal. Wie findest du das? Ben Summers. Ja, toll. Danke. Ja, du musst wissen, ich bin Künstler. Eigentlich bin ich zwar Maler, ich male Bilder von unseren kleinen Freunden, die hier vorbeifliegen, aber dafür interessiert sich irgendwie keiner mehr. Deshalb versuche ich jetzt in der Musikbranche Fuß zu fassen. Aber das ist ein knallhartes Business, musst du wissen. Kann ich mir vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Also ich will ja zum Cottingley, Glen. Ach ja, sorry, hatte ich wieder vergessen. Ja. Also du bist schon fast da. Noch ein paar Schritte dem Weg folgen und dann müsstest du den Wasserfall eigentlich schon hören können. Okay, alles klar. Danke sehr. Keine Ursache. Junge? Ja?
Willst du nicht mal ein paar von meinen Bildern sehen? Ach, Sie müssen sich nicht extra die Mühe machen. Das ist keine Mühe. Ich hab hier eins im Gartenhaus. Wart mal. Oh Mann. So. Hier, sieh mal. Oh. Ja, das hier sind zwei Elfen, die mich manchmal besuchen. Natürlich haben sie nicht stillgehalten, um ihr Porträt zu stehen. Deshalb musste ich sie aus meinem Gedächtnis nachmalen. In Wahrheit sind sie noch viel majestätischer und geheimnisvoller als auf dem Bild. Soll das heißen, Sie haben echte Elfen gesehen? Junge, ich bin mit mir und meiner Natur im Einklang. Ja, wenn man den Schutzschild der Skepsis erstmal ablegt und sich dem Wunder des Augenblicks hingibt, kann man so einiges entdecken. Außerdem wusste schon Shakespeare, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir mit unserem Schulwissen begreifen können. Ja, oder so ähnlich. Aha. Fliegen die Elfen denn regelmäßig an ihrem Garten vorbei? Ja, natürlich nicht. Offen gesagt, ist es schon ziemlich lange her, dass ich eine gesehen habe. Ja, aber Elfen leben ja schließlich in einem Reich zwischen Licht und Schatten und sind bei uns nur zu Gast. Sie sind eins mit der Natur und passen auf sie auf. Ja, und sie zeigen sich nur denen, die auch an sie glauben. Wirklich? Ja, doch. Na, sieh mal hier, die größere von beiden. Die mit den breiten Schmetterlingsflügen und dem violetten Schweif. Das ist Pixie, die Elfenkönigin. Und die kleine grünfunkelnde Gestalt mit den roten Haaren ist vermutlich ihre Tochter. Ich habe sie Lilibet getauft. Lilibet? Gefällt sie dir? Tja, früher waren meine Bilder sehr begehrt, musst du wissen. Es gab eine Zeit, da haben sie mir die Leute förmlich aus der Hand gerissen. Aber inzwischen kräht kein Hahn mehr danach. Elfen und übersinnliche Wesen haben in unserer modernen Welt keinen Platz mehr. Die Leute haben die Elfen einfach vergessen. Willst du mir mein Bild vielleicht abkaufen? Ich überlasse es dir für, sagen wir, 200 Pfund. Freundschaftspreis, weil du ein Gast in unserem Dorf bist. Na, was sagst du? Ach nein, also danke, aber ich... Du musst wohl aus dem Norden kommen, oder? Ich auch. Falschen ist sozusagen meine Königsdisziplin. Nee, okay. Nee, echt. Sagen wir 150 Pfund. Mein letztes Angebot. Ich muss ja schließlich auch noch irgendwie meine Telefonrechnung bezahlen. Nein, danke, ich muss jetzt leider weiter. 100 Pfund. Aufhören, bitte. Ich will nicht kaufen. Bist du sicher? Das Bild ist in ein paar Jahren bestimmt das Zehnfache wert. Echte Kunst hat ihren Preis. Und, ich habe noch ganz viele andere Elfenbilder. Tonnenweise. Tja, ich werd dann mal. Ciao und danke nochmal. Na gut, dann eben nicht. Also dann, pass auf dich auf, Ben. Mach ich. Was für ein Freak. Ah, alles klar. Hier bin ich richtig. Ganz hübsch. Ein Glück, dass das Wetter so gut ist. Okay. Hier kommt die Decke hin. Mein Mikroskop und die Bücher. So. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas Interessantes, was ich unter dem Mikroskop untersuchen kann. Mal sehen. Vielleicht finde ich ein paar Ruderflusskrebse oder sowas. Hey! Ich krieg euch schon noch. Hey! Hey! Hey, Vorsicht! Ach, wo kommst du denn her? Sie wären fast auf mein Mikroskop getreten. Oh, Verzeihung. Das wollte ich natürlich nicht. Schon gut, ist ja nichts passiert. Was haben Sie denn da versucht einzufangen? Eine Elfe natürlich. Na klar, was auch sonst. Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch der Junge vom Frühstück. Ja, ich heiße Ben Summers. Ja, dann wohnst du auch im Roses? Ja.
Ich bin Mr. Casimir. Freut mich. Und haben Sie schon was gefangen? Nein, nicht direkt. Gestern dachte ich, ich hätte Glück gehabt, aber in meinem Fangnetz befand sich nur eine Libelle. So, so. Und warum wollen Sie eine Elfe fangen? Um sie der modernen Wissenschaft als Beweis zu übergeben. Das müssen Sie mir erklären. So, muss ich das? Na schön. Ich bin so eine Art Arthur Conan Doyle-Experte und folge ihm auf seinen Spuren. Machen Sie das hauptberuflich? Nein, natürlich nicht. Ich bin eigentlich Engelheiler. Das ist aber ein außergewöhnlicher Beruf. Das ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Aber weißt du überhaupt, wer Arthur Conan Doyle war, mein Junge? Sicher, Sir Arthur Conan Doyle war der Erfinder von Sherlock Holmes. Unglaubliche Ignoranz. Wieso? Sir Arthur Conan Doyle war weitaus mehr als nur das. Wusstest du zum Beispiel, dass er freiwillig als Kriegsberichterstatter und Feldarzt im Burenkrieg diente? Nein. Solltest du aber. Denn das war der Grund, warum man ihn zum Ritter schlug. Aha, ist der sowas wie Ihr Vorbild? Naja, Vorbild. Vorbilder sind etwas für Jungs in deinem Alter. Du hast doch bestimmt ein Vorbild, oder? Ja, und ob. Er ist übrigens auch ein Sir. Na? Sir Richard Branson. So, so. Wollen Sie gar nicht wissen, warum? Nein. Sir Arthur Conan Doyle war im Übrigen auch ein hervorragender Rennfahrer, Cricketspieler und Boxer. Er hat den U-Boot-Krieg der Nazis vorhergesehen, für das House of Commons kandidiert, sich für Menschen eingesetzt, die unschuldig vor Gericht standen, den Piltdown-Menschen gefälscht und vielleicht kennst du den Film Jurassic Park? Ja. Dieser Dinosaurierfilm wurde maßgeblich von Conan Doyle inspiriert. Wobei ich eigentlich nur Doyle sagen sollte, denn Conan war lediglich einer seiner Vornamen, den er später wie einen zusätzlichen Nachnamen führte. Schon gut, schon gut. Sie sind wirklich ein Experte. Ja, ich könnte noch das ein oder andere Wissenswerte ergänzen. Danke. Vielleicht ein andermal. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wandeln Sie sozusagen auf seinen Faden. Allerdings. Ich besuche verschiedene Schauplätze seines Lebens und seiner Geschichten. Da dürfte Cottingley natürlich nicht fehlen. Willst du wissen, warum? Weiß ich schon. Er glaubte an Elfen. Und Sie offenbar auch? Was für eine Frage! Hast du etwa nicht die Bilder gesehen? Doch, aber die waren doch nicht echt. Und woher glaubst du das zu wissen? Naja, dieses Mädchen hat es doch zugegeben. Auch wenn sie inzwischen eine alte Frau war. Und außerdem kann es ganz einfach keine Elfen geben. Ach so. Und damit ist die Sache für dich geklärt? Vielleicht hat ihr aber auch irgendwer Geld geboten, damit sie etwas Falsches sagt. Und wer sollte so etwas tun? Na, vielleicht gekränkte Vertreter der modernen Wissenschaft. Glaube ich nicht. Die Elfen auf den Bildern waren doch ganz eindeutig gemalt. Schon möglich, aber vielleicht kann man Elfen gar nicht fotografieren. Heißt das aber im Umkehrschluss auch, dass es sie nicht geben kann? Nee, das wäre ein non sequitur. Sehr richtig, mein Junge. Du bist schlau. Oh, Moment. Beweg dich nicht. Was ist denn? Bleib ganz ruhig sitzen. Hab ich dich! Was haben Sie gefangen? Ach, so ein dreckiger Mist! Nur ein Schmetterling. Ich hätte schwören können, ich hätte eine Elfe erwischt. Also soll das bedeuten, dass Sie tatsächlich davon ausgehen, hier Beweise für die Existenz von Elfen zu finden? Lass dir so viel gesagt sein, mein Junge. Doyle war kein leichtgläubiger Tölpel. Er war Mediziner, ein Wissenschaftler und dazu ein hochintelligenter Mann von Format. Seine Werke sind die meistgelesenen nach der Bibel und Shakespeare. Zwei kleine Mädchen wären nicht imstande gewesen, einen solchen Mann hinters Licht zu führen. Außerdem liefert Doyle in seinem 1922 erschienenen Buch Die Ankunft der Elfen
zahlreiche andere Beweise für die Existenz von Elfen. So, und haben Sie schon welche gefunden? Das will ich meinen. Ich präsentiere Beweisstück A. Hier, sieh dir den Inhalt dieses Beutels mal genau an. Aber sei vorsichtig. Oh. Na, wonach sieht das für dich aus? Rosa glitzerndes Granulat. Ich würde sagen, das sieht aus wie Pop Rocks. Wie? Was? Na, Sie wissen schon. Diese prickelnde Brause, die im Mund knistert und zum Kaugummi wird. Echt lecker. Wahrscheinlich hat sie irgendein Kind hier verloren. Blödsinn! Was glauben Sie denn, was das ist? Natürlich Elfenstaub. Ist das Ihr Ernst? Gib wieder her. So, entschuldige mich. Es hat mir zwar Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, aber ich muss jetzt weiter forschen. Kein Problem, ich auch. Mit deinem Mikroskop? Sicher eine schöne Beschäftigung für Kinder. Ja, ja. Ich werde jetzt erstmal alle Disteln im näheren Umkreis entfernen. Warum das denn? Was bringt man euch eigentlich in der Schule bei, Junge? Elfen sind allergisch gegen Disteln. Damit kann man sie jagen. Hatten Sie heute Morgen beim Frühstück nicht das Artischocken-Carpaccio? Doch. Wieso? Weil Artischocken auch Disteln sind. Was sagst du da? Haben wir im Biologieunterricht gelernt. Oh nein! Ich muss sofort zurück zum Hotel und mir den Mund ausspülen. Am besten mit kochendem Wasser, verdammt! Am frühen Abend hatte Ben seine Insektenforschung abgeschlossen und begab sich zum Gasthof zurück. Er hatte viel zu berichten und besonders Katies Großeltern amüsierten die Geschichten, die Ben an diesem Tag erlebt hatte. Nach einem gemeinsamen Abendessen gingen allmählich alle zu Bett. Doch nicht alle sollten in dieser Nacht Schlaf finden. Huch, hallo Ben. Ist alles in Ordnung? Hallo Annabelle. Tja, ich kann irgendwie nicht einschlafen. Ich war ja heute Morgen schon so früh auf und habe dann den halben Vormittag verschlafen. Ich glaube, mein Biorhythmus ist etwas durcheinander geraten. Tja, wirklich schlimme Sache. Aber da bist du offenbar nicht allein. Wie? Hi, Ben. Katie, kannst du auch nicht schlafen? Nee, irgendwie nicht. Wir waren heute in so einem Kaffeehaus und ich glaube, ich habe zu viel White Chocolate Mocha getrunken. Normalerweise mag ich auch gar keinen Kaffee. Wenn es eine Sache gibt, die ich im Studium gelernt habe, dann, dass es nichts Besseres als Kaffee auf der Welt gibt. Na, wirst das auch schon noch zu schätzen wissen, wenn du erstmal studierst. Und was sollen wir jetzt machen? Tja, also, ich hätte da eine Idee. Was denn? Also, du magst doch Tiere, oder? Ja. Und du, Ben, kennst dich bestimmt gut mit Tieren aus. Theoretisch schon. Wie wäre es dann mit einer Nachtwanderung? Ja! Ach, ich weiß nicht. Jetzt nochmal vor die Tür? Was glaubst du, wie viele nachtaktive Tiere sich in der Umgebung des Bachs wohl tummeln? Keine Ahnung. Ben? Eulen, Fledermäuse, Igel, Salamander. Setzen, eins. Na, was meint ihr? Hier liegt doch irgendwo eine Spielesammlung, glaube ich. Hast du etwa Angst vor Fledermäusen, Katie? Nein, das nicht. Na, dann worauf wartet ihr? Ach, okay. Na schön. Aber wir haben keine Taschenlampen. Moment, auch dafür habe ich eine Lösung. So, ihr könnt die hier haben. Die ist zwar für meine Nachtschicht gedacht, aber ich brauche die sowieso nicht. Ist ja nichts los hier. Bitte sehr, viel Spaß. Danke, dann können wir ja direkt los. Ich hol mir lieber noch eine Jacke. Du solltest dir vielleicht auch eine holen, Ben. Sonst erkältest du dich. Och nein, muss nicht sein. Wie spät ist es eigentlich? Gleich Mitternacht. Dann sind wir ja schon seit über 20 Minuten unterwegs und haben nichts gesehen. Außer ein Iltis und ein paar eklige Kröten. Ich glaube, das war eher ein Marder. Ah, dann eben ein Marder. Psst, Katie. Du verschreckst ja alle Tiere mit deinem Geschrei. Mir reicht's. Ich gehe wieder nach Hause. Das hat doch sowieso keinen Sinn. Katie? Los, Ben, leuchte mir. Ben, was soll das? So ein blöder Mist. Ben? Mach sofort wieder die Taschenlampe an. Ich will nach Hause. Das würde ich ja gerne, aber sie ist ausgegangen. Mach jetzt keine blöden Witze. Ich schwör's.
Ich kann nichts dafür. Vielleicht ist die Batterie leer. Das ist nicht dein Ernst. Es ist stockdunkel ohne Licht. Man sieht ja nicht mal seine eigene Hand vor Augen. Gib mal. Tod. Das gibt's doch nicht. Hast du dein Handy dabei? Wir könnten das Leuchten von deinem Display benutzen, um nach Hause zu kommen. Nein. Mein Handy lädt gerade auf. Oh, ich könnte so kotzen. Ich wollte von Anfang an nicht mit. Verdammt, Ben. Wie sollen wir denn jetzt in der Dunkelheit zurück nach Hause finden? Hör doch. Was denn? Na, hörst du denn nicht diese Melodie? Ben, du machst mir Angst. Hör auf damit. Sei doch mal leise. Jetzt höre ich es auch. Was ist das um Himmels Willen? Da hinten. Da war ein schimmerndes Licht. Es war bestimmt nur der fahle Mondschein, der sich im Wasser spiegelt. Glaube ich nicht. Komm, das sehen wir uns mal an. Nein, bist du verrückt? Ich will hier weg. Komm, gib mir deine Hand. Ich will wissen, was das ist. Die Musik wird lauter. Da! Da fliegt etwas durch die Luft. Ein grüner Schweif. Und noch einer. Jetzt sind es schon zwei. Ein lila Schleier und ein grüner, die über den Bach fliegen. Ihr Licht wird stärker. Geister! Ben, ich hab Angst. Moment, Moment. Aber das kann doch nicht... Ben! Lilibet. Was? Ich erkenne sie. Das sind Pixie und Lilibet. Elfen? Ben, das sind echte Elfen. Jetzt sehe ich es auch. Elfen? Sie sind so... wunderschön. Wie aus einer anderen Welt. Den ersten Teil von Ben Summers Elfenfieber. Es sprachen Erzählerin Mika Wanner, Ben Summers Dominik Schmeckpeper, Katie Bay Sonja Schreiber, Mr. Henry Bay Hans-Peter Stoll, Mrs. Felicity Bay Sevgi Kömert, Mr. Kowalski Felix Wörgler, Mr. Kasimir Ingolf Bien, Annabelle Marie Burkhardt, Grandma Bay, Alga Kornemann, Grandpa Bay, Matthias Ubert, Jamie, Philipp Hümmerich, Mrs. Summers, Jessica von Heseler, Skript, Philipp Hümmerich, Produktion, Thilo Grab und Jan Münter, Regie, Philipp Hümmerich und Thilo Grab, Grafik und Layout, Rabea Wienecke, Lektorat, Dennis Oberhach, Musik, Philipp Hümmerich, Jan Krzysostaniak, Berlin Stolt und Marco Neumann. Außerdem waren Kompositionen von Viktor Weimer und Jutta Stahlberg zu hören. Wir danken Kai Schwind von der Ferienbande und Ute Ehlert von Kiddings Studios für die freundliche Unterstützung. Weitere spannende Hörspiele findet ihr im Internet unter www.hörspielprojekt.de. Die Credits sprach Alexandra Begau.